Ja. Es hat eine Zeit gedauert, bis ich mich so akzeptiert habe, wie ich bin. Wegen Kommentaren wie zum Beispiel, das ist nur eine Phase, das ist falsch oder das kannst du doch noch gar nicht wissen. Ich habe gelernt, stolz auf mich zu sein, weil ich mitbekommen habe, dass auch andere Personen sich nicht dafür schämen, sondern sogar glücklich sind, ganz einfach sie selber zu sein. Wir kämpfen zusammen für unsere Rechte, aber gleichzeitig feiern wir uns auch auf offener Straße. Und ich habe gemerkt, wie viel besser es ist, die negativen Meinungen und Vorurteile von anderen einfach zu ignorieren und einfach mein eigenes Ding durchzuziehen. Viele möchten mir ihre Ideale aufzwingen. Sie versuchen, mich in ihre Form eines idealen Mannes zu zwingen. Aber nur ich sollte mich selbst definieren. Ich möchte mich nicht in eine vorbestimmte Form zwingen. Denn wenn ich Angst habe, nicht normal zu sein, werde ich nie meine eigene Person sein. Meine Individualität macht mich aus und meine Leidenschaft macht mich schön. Ich habe meine Leidenschaft im Kochen gefunden. Durchs Kochen kann ich mich selbst ausdrücken und etwas Persönliches von mir teilen, indem ich meine Leidenschaft mit anderen teile. Ich hatte mein Leben lang Probleme, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Immer kamen Leute an und meinten, mich auf meine Größe ansprechen zu müssen. Für mich war es immer ein schwieriges Thema und besonders das Thema Klamotten war ein krasser Triggerpunkt. Sich der Menge anpassen, nicht auffallen, das war mein Motto. Das war irgendwo eine sehr harte Zeit und ich musste erst lernen, mich selbst so zu akzeptieren, wie ich bin. Ja, ich habe sogar angefangen, mich selbst zu lieben. Mir fühlte schon immer so eine Art Representation. Meistens, wenn ich Filme und Serien gucke, ist mir aufgefallen, dass halt eher seltener Menschen dabei sind, die so aussehen wie ich. Als ich dann damals die Neuverfilmung von Anne im Kino gesehen habe, war das so ein Moment, in dem ich mir dachte, wow, eine Person, die aussieht wie ich, spielt einfach Annie die Hauptrolle? Ich habe da einfach für mich selbst realisiert, wie wichtig diese Representation ist und wie sehr sie mich dazu inspiriert und ermutigt, auch eine Representation für andere zu sein. Ich hatte selber vor 1 bis 2 Jahren Probleme, mich zu akzeptieren. Ich wollte diesem Idealbild eines Mannes entsprechen, bis ich für mich selber gemerkt habe, dass ich nicht dieser Typ Mann bin und nicht diesem Bild entsprechen muss. Inzwischen kann ich selbstbewusster auf die Bühne treten und akzeptiere mich, wie ich bin. Ich wollte eigentlich schon immer etwas mit Musik machen und das ist halt auch irgendwie genauso das, was mich ausmacht und was mich auch glücklich macht. Tatsächlich fällt es mir auch dadurch einfacher, irgendwelche Emotionen zu fühlen und diese auszudrücken. Trotzdem kommt es häufiger vor, dass Menschen, denen ich das eben erzähle, das nicht wirklich als ernsthaft ansehen und mich dann in eine andere Richtung drücken wollen, von wegen, ja, mach mal lieber was anderes und werd erwachsen. Allerdings versuche ich das jetzt zu ignorieren und meinen eigenen Weg zu gehen. Es ist halt das, was ich machen möchte und wenn es das ist, dann mache ich es auch einfach.